Im vorherigen Video haben wir uns ja schon angesehen, was die Schritte des Börsengangs sind bis zum ersten Handelstag. Und jetzt gehen wir noch mal einen Schritt zurück, sehen uns an, was ein Wertpapierprospekt ist. Und genau das habe ich auch auf der Straße gefragt. Wertpapierprospekt jetzt nicht genau, aber Wertpapier habe ich schon mal gehört. Ja, habe ich schon was gehört, ja. Hab mit solchen Themen nichts zu tun, also ich interessiere mich für sowas nicht so sehr. Prospekt, ja, Wertpapier nicht, nein. Beim IPO muss ein Wertpapierprospekt veröffentlicht werden. Das soll insbesondere ermöglichen, dass Investoren und Investoren Bescheid wissen über das Unternehmen. Also Chancen und Risiken sollen von den Anlegenden richtig eingeschätzt werden können. Deshalb ist der Inhalt des Wertpapierprospekts gesetzlich geregelt. Unter anderem müssen Risikofaktoren erläutert und beschrieben werden. Die Finanz- und Geschäftslage muss abgebildet werden. Es muss eine Prognose zur künftigen Geschäftsentwicklung abgegeben werden. Und Angaben müssen gemacht werden zu den Personen, die an der Geschäftsentwicklung beteiligt sind. Außerdem ist die Funktionsweise des Wertpapiers zu erklären. Bei der Erstellung des Wertpapierprospekts erhalten die Unternehmen Unterstützung von Anwälten für Kapitalmarktrecht, von Wirtschaftsprüfern und von der Investitionsbank, die das Unternehmen begleitet. Ein Wirtschaftsprüfer testiert, dass die Lage des Unternehmens auch wirklich wahrheitsgemäß abgebildet wird im Wertpapierprospekt. Für die Richtigkeit des Wertpapierprospekts haften sowohl der Emittent, also das Unternehmen, als auch alle anderen, die an der Erstellung des Wertpapierprospekts beteiligt waren. Bei einem Börsengang in Deutschland muss der Wertpapierprospekt bei der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, also bei der BaFin, eingereicht werden. Die BaFin überprüft, ob alle laut Gesetz geltenden Vorschriften eingehalten werden. Die BaFin überprüft allerdings nicht, ob alle Angaben im Wertpapierprospekt auch der Wahrheit entsprechen. Billigt die BaFin den Wertpapierprospekt nicht, kann der Börsengang auch nicht stattfinden. Ihr seht, der Wertpapierprospekt ist also eine wichtige Informationsquelle für alle, die in einen IPO investieren möchten. Seht euch also zumindest die Teile an, die für euch wichtig sind, beispielsweise die Risikofaktoren, bevor ihr dann eine Aktie schließlich zeichnet. In der letzten Folge zum Thema Börsengänge geht es dann darum, wie ihr vor einem Börsengang Aktien zeichnen könnt. Habt ihr noch Fragen? Dann schreibt sie uns jetzt in die Kommentare. Bis dahin, ciao, ciao.